Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von Sims 2. In der letzten Folge habe ich mich hier wieder ein bisschen ausgetobt und habe die Elise ein bisschen verschönt, also ihr Make-up aufgedrückt und so, solche Dinge. Und habe dann angefangen, hier das Haus ein bisschen einzurichten und umzustellen. Also zumindest Schlafzimmer, Badezimmer und die Küche halt. Ja, aus dem Grund, da das ja schon wieder so lange gedauert hat, höre ich jetzt aber auch wieder auf damit. Das kann man dann bei der nächsten oder so mal machen. Ja, und Elise kann dann mal runterkommen und Fernsehen gucken. Kurz. Und dann will ich ja auch mit ihr gleich einkaufen gehen. Ach, jetzt weiß ich, was oben noch fehlt. Du darfst mitmachen. Ich muss noch mal ganz kurz oben was machen. Weil ich will ja eh einkaufen gehen mit denen. Da brauchen wir natürlich eine Kommode. Irgendwo müssen wir ja die Klamotten hintun. Und ich möchte eine schöne Kommode haben. Was ist das denn hier? Die sieht doch schick aus. Ja, so in weiß, das müsste doch passen, ne? Oder? Passt das? Stil echt? Oder auch nicht. Egal, die wird genommen. Fertig. Eine andere gibt es jetzt gerade. Günstigere. Die kostet ganz gut. Okay, das kommt halt alles noch. Aber jetzt haben sie wenigstens was, wo sie ihre Kleidung reinpacken können. Und auch wieder was draufstellen können vielleicht. So, ich überlege, ob ich jetzt Felix mitnehme zum Einkaufen gehen. Warum eigentlich nicht? Wir können auch zusammen gehen. Ja. Aber du rufst mal an. Ach, du kannst ja noch gar nicht. Ja, okay, ich weiß, was noch fehlt. Ein Telefon. So geht's ja nicht. Obwohl, egal, kann ja er jetzt erstmal anrufen. Anrufen. Ein Taxi. Weitere Sims. Ja. Wir machen es bitte aus, bevor das wieder nicht mehr geht. Und dann könnt ihr doch mal unterhalten und reden. Wie gesagt, das Wohnzimmer müssen wir auf jeden Fall noch machen. Und ja, ich weiß schon, wo ich hin möchte. Ich möchte mit den beiden ins Einkaufsparadies. Das ist nämlich eine ganz tolle Gegend in Downtown. Ja, was steht da? Charme und Eleganz erwarten deinen Sim in dieser exquisiten Einkaufsmeile. Bei diesem umfangreichen Angebot findet selbst der anspruchsvollste Sim alles, was sein Herz begehrt. Richtig. Okay, dann könnt ihr das rauschen lassen. Ja. Aha. Dann kommt mal her. Machen wir einen kleinen aus. Ach ja, da fliegen die Herzchen. Was sind denn das für neue Wünsche? Hallo. So, warte mal kurz, dass die ausgestiegen sind. Zack und stopp. Was ist das? Foto machen. Aha, er möchte ein Foto machen. Und was will sie? Sie auch? Ja, auch ein Foto machen. Dann könnt ihr ja vielleicht zusammen ein Foto machen. Ich weiß, ah ja, doch, da hinten gibt es so ein Ding. Also, was haben wir denn da alles? Wir haben hier, genial, das hatte ich nämlich auch nie hier.
auch trotz Campus nicht. Man muss die wirklich in der Reihenfolge reinbringen, sonst haut das nicht hin. Da kann man wieder Handy und Co. kaufen. Die anderen Sachen, DVDs, Zeitschriften, Spiele etc. pp. Hier haben wir die schöne Kleiderabteilung. Sehr fein mit Spiegel, Ankleide. Ach, guck mal, Sonja ist hier auch vertreten. Und der Norbert. Mhm. Ja, sehr schön. Und hier haben wir die, ach Gott, mir ist langweilig, Schatzi, geh du lieber allein einkaufen, Ecke. Für die Herren, sag ich immer. Mit Billard, Flipper, Arcade-Spiele. Titania ist auch da. Mhm. Und dem Fotodingens, genau. Ja, und wenn man gerade Hunger hat, dann kann man hier auch was futtern. Allerdings ohne Restaurant. Also da gibt es einen kleinen Grill, da kann man sich was machen. Und kann dann da essen und da hinten die Toiletten. Ja, also ich finde diese Einkaufsmeile einfach genial gemacht. Muss ich sagen. Einfach super. So, dann rede mal kurz mit deinem Männchen. Das wollten wir ja eben noch machen. Und ja, der ist natürlich schon wieder am Daddeln. Oh. Seit er diesen Handheld oder wie das Ding heißt, hat, ist er nur noch am Rumdaddeln. So, dann darf er machen, was er will. Und sie geht ein bisschen shoppen. Erstmal, ne? Geh mal kaufen. Alltagskleidung. Hm, was gibt's denn da? Parfüm? Gibt's hier auch. Eiderei. Wusste ich ja gar nicht mehr. Hui. Schicke Sachen. Ja. Hm. Ich habe selten nach den Einzelteilen geguckt. Ich gucke immer erstmal nach Komplettoutfits. Hey, hey. Bisschen heftig, oder? Ah ja, da sind die ganzen College-Sachen vertreten. Wow, das sieht doch schick aus. Wenn sie mal fein ausgeht oder so. Ja, das gefällt mir. Das nehmen wir mal. Mm-hmm. So Rüchenkleidchen? Nee. Was haben wir denn da noch? Auch so im Sommer? Mit einem Jäckchen drüber? Jeans? Das sieht doch cool aus. Aber dann am besten in Blau, oder? Bei das Grüne, das hat ein Muster da vorne. Das nehme ich. Ja, kommt zu den roten Haaren, passt grün, super. Oh, wenn sie Graf Dracula spielt, kann sie auch sowas anziehen. Mhm. Hm. Ist das? Nee. Danke. Bloß nicht. Ups. Das ist Sachen. Also hier gibt es neue Sachen, die kenne ich alle nicht. Oder teilweise nicht. Oder ich habe die nie bemerkt. Hm. Egal. Ja, was hätte sie denn noch gerne? Hm. Sowas? Das zu ihr passt? Na, ich weiß nicht. Irgendwie witzig. Ich stehe auf Türkis, ne? Wie war das? Sowas könnt ihr aber tragen. Oh ja, komm, das nehmen wir auch nochmal mit. Ach, ich denke ja gar nicht an meine Jahreszeiten und so. Sorry. Also mal schauen, was gibt's da noch so? Oh, sowas in der Art haben wir ja schon. Sollen das Jogginganzüge sein? Auch gibt es neue Jogginganzüge in neuen Farben. Heiliges Kanonenrohr habe ich. Oh, ah, da hat sie schon einen. Okay. Der ist auch gut. Ah, solche Kleidchen. Mhm. Sieht auch nicht schlecht aus. So, und wenn es kalt ist, was zieht die Dame dann an? Ganz blau? Oder blau mit dunkel? Das finde ich ganz okay. Aha. Nehmen wir das mal. Wieder so schicke Sachen. Heilige Schande. Wow. Okay, ich guck mal, ob wir jetzt genug haben. Also, das ist für feiner und auch natürlich, wenn es kühl ist. Das ist eigentlich so. Frühling, Sommer ganz gut, die Kleidchen auch und für im Winter. Ich denke, das reicht eigentlich erstmal. Ja, das reicht erstmal.
Dann kauf mal. Zapatil? Verschatz. Sehr schön. Und wo ist dein Mann? Moment. Erstmal gucken, was hier gerade abgeht. Felix, wo bist denn du? Oh, guck mal, da ist die Sonja. Mit der könntest du mitmachen vielleicht. Wo ist denn Felix? Der hockt auf irgendeiner Bank. Bist du narrisch? Hey, Junge. Fauler Sack, sag ich da nur. Okay, gut. Dann machen wir es so. Dann gucken wir jetzt nach Klamotten für Felix. Alltagskleidung. Und sie kann vielleicht mal statt durchsuchen. Obwohl, warte mal. Nee, das geht noch nicht. Dann kann sie ja vielleicht mal hier mit Sonja mitmachen. Dann lernt sie vielleicht auch den ein oder anderen unbekannten Sinn kennen. Ja, ja. Wow. Schick, schick. Ich gucke, ob er wieder hier... Oh. Ja, das hättest du alles in der Uni anziehen können, Junge. Was ist das denn? Ist das cool? Oh, jetzt siehst du aber aus. Ich weiß nicht. Würde ich ja fast sagen, das passt besser. Und sowas? Na, noch bist du ja kein alter Knacker, gell? Da könnte man auch sowas noch anziehen. Grün? So ein bisschen noch... Alia, ich war mal studieren, Schlumpellook. Ach ja, ey komm, das nehmen wir mal mit. Man kann ja nachher wieder rausschmeißen. Erstmal gucken, was so gefällt. Ja, so ein Pulli mit Hose. Boah. Der oder der? Capron. Auf dann. Ach hey, hier sind wir vornehm, oder wie? Was sind das für Sachen? Ich gehe in die Disco. Hallo. Das ist Nightlife-Zeug, glaube ich, oder so. Keine Ahnung. Interessant. Sehr interessante Sachen. Oh, das passt noch. Ey, mal gucken. Sowas ist eigentlich noch ganz okay. Pulli, okay. Für wenn es ganz warm ist, aber mit so einem Zeichen drauf. Ja, warum nicht? Du bist immer noch verspielt ohne Ende. Sieht man ja kaum, bist du irgendwo unterwegs, hast du deinen Handheld in den Finger. Aha, das hat er, genau. Da sieht man, der hat ja wirklich nichts, der Arme. Alles beim Papa gelassen. Da sind wieder die T-Shirts mit kurzen Hosen. Ah ja. Sowas? Na, ich weiß nicht. Fußabdruck. Sieht das hinten? Ah, hinten ist es blau. Okay, und was ist das da? Das sieht auch cool aus. Irgendwie. Böse Bowlingkugel. Nehmen wir mal mit. Und... Was können wir denn noch Gutes für den einkaufen? Ah, zeig mal, was hast du bis jetzt? Auch 5 Sachen, okay. Also für wenn es ganz kalt ist, hat er sogar 3 Sachen. Ach. Den komischen Pulli wegtun. Ich kann mich nicht entscheiden. Tun wir den weg, ha? Doppelt gemoppelt muss auch nicht sein. Jo, dann geht das mal einkaufen. Männer brauchen ja eh nicht so viel. Gute Idee. Sagt man so, ne? Hinkau. Stieber.
so. Ah, die beiden werden drinnen. Oh, guck mal, da ist Norbert. Hi. Den erzählen. Den wollte er doch eh kennenlernen. Ey, jetzt ist es Hannes. Mal gucken. Wen haben wir denn überhaupt hier? Halt. Da ist Sepp König, Sonja, Christel, Julia, ach herrje, Nathan, Titania natürlich, Gretchen, ach und der Papa ist auch da, guck an. Okay, dann geh du mal mit dem Tratschen und so. Ja, und was machst du? Mitspielen. Okay, dann könntest du, wie gut kennt die zwei sich denn schon? Oh naja, das müssen wir mal vertiefen hier. Reden, plaudern und unterhalten, Witz erzählen. So. Oh, oh, das fängt aber nicht so gut an, Leute. Warum kriegt ihr nicht los? Hey, Sonja, die Emil ist nur ganz lieb. Ja, na, hast du mit dem Witz ein bisschen das Eis gebrochen? Ja, das scheint schon mal ganz gut zu sein. So, was macht er? Da, okay. Alle denken an Felix. Wo ist eigentlich dein Papa hin? Immerhin schon mal auf 22. Okay, dann unterhalte sie noch mal mit einem Witz und tu sie mal wertschätzen, bewundern. Und was kann man denn sonst mal machen? Ah, wieder nur plaudern, fragen. Was sind deine Fähigkeiten? Was ist dein Job vielleicht? Noch hat sie den? Enamasa, Mutter, Mona Fifa, Tenneya! Blutet da, Tüte! Wenn es war, Blut, hey! Trillig! Die National Bow? Ustokasi! Ja. Zergini! Genau. Entschuldigung. Sonja amüsiert sich hier köstlich. Ah, ich bin Geschäftsführerin. Ja, das, was du auch mal werden willst. Gut. Okay, das muss genügen. Jetzt bin ich ganz woanders. Du wolltest Foto machen. Reingehen. Halt. Und du? Felix bitten mitzumachen, genau. Hey Bruder, die Flat. Weil, wenn die beide ein Foto machen wollen, ist ja schön und gut, dann können sie es aber auch gemeinsam machen. Foto machen. Romantische Fotos. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Oh, und beide Wünsche erfüllt. Sehr schön. Ja, cool. Und, sind sie gut geworden? Gehen wir doch gleich mal gucken. Ich überziehe schon wieder, ich weiß. Ah, kann man das angucken? Oh ja, süß. Goldig.
Ist doch niedlich. Okay, gut. So, Hunger und Harndrang sind hier vorherrschend und naja, gut, beim Felix geht das alles noch. Dann kann er das Taxi rufen, würde ich sagen, und wir fahren nach Hause. Was? Arbeit? Achso. Moment. Kannst du hier kein Taxi rufen? Doch, da. Ich wollte gerade sagen, es geht doch irgendwie. Nach Hause. Da tratsch noch mal ein bisschen mit deiner Mama. Und nee, nix kochen hier. Komm hier rüber, du könntest dir noch ein Handy kaufen. Ja, wenn die mal hier sind, wollen sie natürlich nicht mehr weg. Okay, das Handy machen wir miteinander mal heimgehen. So, das muss ich jetzt mal ganz schnell machen, weil ich schon wieder mit der Zeit irgendwie im Konflikt bin. Irgendwie hat die momentan das Gefühl zu rennen. Aber das kennt ihr ja bestimmt auch, wenn man was tut, was einem Spaß macht oder Sachen vorhat, die einem Spaß machen, dann flitzt die Zeit nur so weg. Tschüss, Sonja und Norbert heißt er doch. Aber jetzt waren sie zumindest mal einkaufen, haben ein paar schöne Klamotten, die sie in die schöne Kommode packen können. Ich meine, da kann man ja öfter einkaufen gehen. Aber das ist ja schon mal was wert, denke ich. So, weil wir haben 10 Uhr. Moment. Mhm. Und der liebe Felix muss ja um 14 Uhr arbeiten gehen. Das heißt, der darf jetzt direkt mal hier benutzen und ja, säubern und duschen. Und Elise kann dann sich ums Essen kümmern. Aber wie gesagt, meine Zeit ist schon wieder am Weglaufen, deswegen mache ich gerade hier den Part. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, tschüss!